heute die Schweizermeisterschaft hier in Andermatt. Du hast bis zum Schluss gekämpft. Was sagst du zu deinem Rennen? Ja, also das Ziel an der Schweizermeisterschaft ist logischerweise immer eine Medaille. Die anderen Rennen interessiert eigentlich niemand. Und, ich habe wirklich gekämpft, habe alles probiert, aber habe irgendwie ein bisschen Mühe mit der Höhenluft oder vielleicht sogar mit dem Heu, das hier überall rumliegt. Und habe nicht so gut geschnaufen, ein bisschen Asthma gehabt, aber ich habe irgendwie probiert, mein Bestes zu geben. Und ja, am Schluss ist es der vierte Rang. Es ist zwar die Ledermedaille, aber du hast dein Bestes gegeben und sind alle stolz auf dich. Und jetzt geht es dann weiter mit den ersten beiden Weltcup. Du bist ja gut vorbereitet und wie siehst du die nächsten Rennen? Ich freue mich jetzt auf die nächsten zwei Weltcup-Rennen. Wieder ein Short-Track am Freitag, am Sonntag jeweils Cross-Country. Ich hoffe, dass ich dort endlich mal zeigen kann, dass ich eigentlich schon schnell fahren kann. Wir freuen uns und bis bald.